Alles klar, Freunde, und wir sind zurück! Nachdem wir die Top 4 besiegt haben, wirklich nach dem Endscreen. Pico hat ein Geschenk für dich. Ach, für mich, wie süß! Mini-Strauß. Ah, warum? Warum, du kleine, kleine? Ja, jetzt komm mal her! Ah, du kleine, kleine, kleine! Das haben die so geil gemacht mit der Interaktion. Aber Freunde, die Top 4 haben wir besiegt. Die Top 4 haben wir besiegt. Unglaublich, echt. Modo, ah, Anski ist es. Schätz mal erstmal um, oder? Ja, komm mal hoch. Anski, komm hoch, was gibt's? Ich komm mal hoch, ja, ja. Denn ich weiß zum meinen auch nicht, Freunde, ob es überhaupt mit der Story ein bisschen weiter geht. Nach dem Pokémon-Spiel geht es eigentlich noch ein bisschen weiter. Es gibt so Sidequests und so, deswegen will ich mich noch nicht ganz verabschieden nach diesem Part von Let's Plays oder so. Wir werden einfach schlauer. Aber nach diesem Let's Play auf jeden Fall die Tage, wenn ich das gesehen habe, werden wir auch im Stream live gehen mit Pokémon. Da werden wir Shiny halten, Pokémon fangen, Pokémon kämpfen, tauschen und, Freunde. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen viel was machen, auf jeden Fall. Nicht ein bisschen, sondern wir werden auf jeden Fall noch viel Spaß haben, hoffe ich. Gehen wir mich besser nicht allzu sehr an den Titel, weil ich erstmal in Fahrt gekommen bin, gehört der Rückzug mir, ja, ja. Super starken Pokémon gehört, jetzt, Freunde. Super stark. Super stark muss ich haben, Mewtwo. Das Pokémon wurde in der Nähe von Azura City gesichtet. No! Mewtwo, sein Name war Mewtwo. Oh, Mewtwo ist mein lieblingslegendäres Pokémon. Mewtwo ist einfach zu brutal, vor allem der Film um Mewtwo. Du scheinst ein wenig Spaß an der Reise mit deinem Pokémon zu haben, das freut mich, Dankeschön. Freunde, wir gehen. Oh, wir machen uns sofort auf den Weg. Mewtwo, Freunde. Oh, was geht jetzt? Ey. Jetzt, wo du Champ bist, wird deine Welt ein bisschen größer. Oh. Du kannst überall auf den Rücken von Glurak, Algorithm und Rakoran. Was? Durch die Lüfte fliegen? Wie? Kann ich jetzt das machen, worüber ich mich beschwert habe? Dass ich über die Felsen und Hügel und so gehen kann? Hey, ich weiß, du genießt gerade den Moment, in dem deine Welt größer geworden ist, aber erinnerst du noch an mich? Ich bin's Axel von Route 1. Jetzt, wo du Champ bist, habe ich tolle Neuigkeiten für dich. Was willst du, Kleiner? Überall kann uns ein Trainer aufgetaucht, die den Umgang mit einem bestimmten Pokémon gemeistert haben. Sie nennen sich Meistertrainer. Ich an deiner Stelle würde mich für den Anfang an der Pikachu-Meisterin versuchen. Du findest sie bestimmt irgendwo im Vatania-Wald. Wenn du mehr wissen, frag mich einfach. Dankeschön, Axel. Das ist auch so eine Sache mit den Meistertrainer, Freunde. Mit dem Meistertrainer weiß ich zum Beispiel auch nicht. Was sind das für Leute? Pokémon, die den Umgang mit bestimmten Pokémon gemeistert haben. Sie sind ganz leicht zu erkennen. Okay, sie sind schon zum. Meistertrainer ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ich weiß, ob ich vielleicht die Kämpfe alle gegen alle Meistertrainer vielleicht auch Let's Playen werde oder ob ich das auch im Stream mache und dann quasi ein Highlight davon raushauen soll. Also ich bin auf jeden Fall, es soll auf jeden Fall nach dem Let's Play kein Signal für euch sein, dass Pokémon nicht mehr auf den Channel kommt, so ist es nicht. In Zukunft wird auf jeden Fall sowas kommen, wie Highlights, das heißt Live-Reactions zu Shiny Hunts und so und so fort. Ah, okay, verstehe, verstehe, korrekt. Was war das zweite? Und ja, Freunde, das nächste Let's Play ist legit schon vor unserer, oder zum Greifen nah, nämlich von Smash Brothers. Smash Brothers. Das soll eine kleine Eigenwerbung sein, Freunde. Deswegen, nach dem Pokémon Let's Play gibt es direkt die Smash Let's Plays. Auf jeden Fall will ich in Smash Brothers Ultimate die Story Let's Play und danach werden wir uns auf jeden Fall auch hier links, rechts dappen und so und so fort. Okay. Jetzt interessiert mich das schon prickelnd mit dem Meistertrainer. Ich glaube, den Pikachu-Meistertrainer, zu dem gehen wir mal. Okay, das machen wir mal. Aber das mit Glurak will ich testen. Heißt jetzt, ich kann über... Oh! Ja, 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 ja. Genau das ist das Geile. Okay, nach der Liga kann man auf Glurak, also über Hügel und so fliegen. Das konnte man damals so auf dem Fahrradweg, als es sich dort entwickelt hat. Aber jetzt, guck mal, das ist, oh mein Gott. Glurak, Aerodactyl und Dragoran. Guck mal, einfach hier rüber. Ah, ist das ein Meistertrainer? Wisst ihr das Geile, wenn ich mit einem Knopfdruck auch landen könnte? Das würde ich richtig feiern. Wenn ich mit einem Knopfdruck wirklich landen könnte. Geht das? Ich drücke gerade alle Knöpfe, aber ich glaube, das geht nicht. Das geht leider nicht. Ich muss quasi vom Glurak absteigen. Ist das aber so ein Meistertrainer? Weil der hat einen Parasekt auf dem Kopf, weißt du, was ich meine? Schauen wir doch einfach mal, komm.
Ja, jetzt musst du absteigen vom Glock. Das ist ein bisschen nervig. Ja, Parasitmeister. Ach so, ich kann da nur Parasect gegen Parasect kämpfen. Das ist eine geile Einführung, finde ich. Das ist wirklich eine geile Einführung mit den Meistertrainern. Heißt, ich muss jetzt quasi Pikachu gegen Pikachu kämpfen. Das ist eine richtig schöne Herausforderung, finde ich. Und ich bin gespannt, was man danach kriegt. Das finde ich cool mit dem Meistertrainer, Freunde. Und deswegen, wie gesagt, mit dem Meistertrainer weiß ich nicht. Vielleicht werde ich auch die Meistertrainer, kann ich auch hier vorstellen, dass ich dann ja, die Let's Play Karte editiere und dann die hochstelle. Darauf hab, ja, auf sowas habe ich Bock, Freunde, wie gesagt. Geil, 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 geil. Okay, jetzt lasst uns mal, wie gesagt, Pikachus Meistertrainer ganz schnell besiegen, wenn das so schnell geht. Und dann aber Mewtwo, Freunde. Dann wartet Mewtwo auf uns. Auf jeden Fall. Dann wartet auf jeden Fall Mewtwo auf uns. Let's go. Jetzt, wo ist der Meistertrainer von Pikachu? Ja, das mit dem Absteigen hätten die echt besser machen können. Ach so, lol. Okay, da kann man doch nicht überall fliegen. Also hochfliegen. Ich dachte jetzt euch, dass ich. Ah, okay. Wahrscheinlich bei so. In so Route. Pondy, okay. Bei so Routen, wie es aussieht, geht das nicht. Aber auf so normalen Wegen wurde das, glaube ich, geupgradet, dass du einfach über Hügel fliegen kannst und alles. Ah. Lol. Ah, Pikachu. Ich habe Pikachus Meistertrainer noch nicht gesehen. Mach mal gleich. Nice. Sehr cool. Oh mein Gott, Freunde. Es ist so geil einfach. Es ist so geil. Ah, ey, Mann. Was soll das? Okay. Wo ist jetzt Meistertrainer von Pikachu? Es ist ein Kindheitstraum, Freunde. Auf Glurak zu fliegen. Hier, Pikachu. Ich bin ein Pikachu-Meisterin. Ich finde das allerbeste Pikachu ganz krass zu trainieren. Hast du halt dein Pikachu, das sieht aber stark aus. Sag mal, jetzt du es auf den Kampf. Jetzt bin ich auch gespannt, was für ein Level die Pikachu ist, ne? Jetzt bin ich drauf gespannt, Freunde. Jetzt bin ich wirklich drauf gespannt. Let's go. Aber nicht ab. Ups. Like legit ups. Shit. Oh. Ja, auf die Weise kämpfst du, oder was? Auf die Weise kämpfst du, oder was? Also legit ups, Freunde. Level 75, interessant. Okay, wenn alle Pokémon, also wenn alle Meister auf 75 sind, dann ist auf jeden Fall eine gute Herausforderung. Oh je, das hat er gar keinen Schaden gemacht. Slam. Okay, die kämpft schon klug. Die hat nämlich. Oh oh. Wird das eine Niederlage, Pikachu? Oh oh. Du kleine Ratte, wir sehen uns noch. Oh, das triggert mich gerade richtig, aber eine sehr gute Herausforderung. Wirklich eine gute Herausforderung. Das triggert mich richtig und auf jeden Fall werde ich auf die Meistertrainer zurückkommen. Auf jeden Fall, okay, siehst du, das ist cool. Das werden wir auf jeden Fall in den Streams machen. Sehr schön. Nein, ist nicht einsetzbar, das muss hier raus. Oh Mann. Aber gut, Freunde. Krass, jetzt wurden wir schlauer, oder ich zumindest mit den Meistertrainern. Ich weiß Bescheid, ich weiß nur Bescheid. Smetto Meistertrainer, krass, krass, geil, finde ich geil. Aber dafür müssen wir unsere Pokémon auf jeden Fall trainieren. Mich würde aber auch prickelnd interessieren, was man denn von denen bekommt. Egal, das wie gesagt machen wir auf jeden Fall in den Streams. Jetzt, Freunde, lasst uns zum Wichtigen zurückkehren. Ah, wie süß. Mewtwo. Mewtwo, Freunde. Mewtwo.
Willst du sehen? Rosanna. Guck mal, ich höre ihn einfach rüber. GG. Ah! Es wäre besser, wenn man mit einem Knopf einfach runter absteigen könnte. Wäre wirklich besser. Hä? Glurak. Hä? Ich lasse mich doch runter, Saman. Oh, Ibitak, wie aggressiv. Ah, jetzt. Guck mal, wie weit oben Ibitak ist. Geil. Geil! Okay, der will auch noch kämpfen. Bevor wir da reingehen. Na gut. Ich habe nichts dagegen. Boah, 5 Pokémon. Fünf Pokémon, warum so viele? Boah, Mewtwo. Mewtwo, warte auf mich, mein Freund. Warte auf mich, mein Freund, Mewtwo. Mewtwo ist so ein brutales Pokémon. An sich, wie es erschaffen wurde und so, es ist krank, es ist richtig geil. Es war einer der besten Filme, die ich je gesehen habe, ohne Spaß. Also ohne Hype jetzt. An sich, worum es geht und so, wegen dem Klonen und so und so fort, dass er sich selbst fragt, wer ist überhaupt, wo ist er, was hat seine Existenz für einen Sinn und so, weil er eben geklont wurde. Es ist übertrieben geil, der Film. Übertrieben geil. Und die 10 Minuten, die weggeschnitten wurden, Origin of Mewtwo, kann ich jedem empfehlen, euch anzusehen. Krass, krass, krass. Mewtwo, ich freue mich auf dich, mein Freund. Level 70 sollte eigentlich sein, ne? Das wird auch was. Das wird auch was. Ich würde gerne einfach straight direkt zu Mewtwo gehen, ohne gegen... Ich glaube, ich werde auch nicht... Falls da drin Trainer sind, ich glaube, ich pfeife erstmal auf die. Ich kann nicht so schnell... Mache ich eigentlich nie, aber ich muss einfach zu Mewtwo direkt. Ich muss Mewtwo eins zu Hause geben. Eins zu Hause. Yugong, Pokémon wechseln. Ah, Mewtwo. Mewtwo? Ah, ich glaube, ich muss dir den Film wiedergeben. Ohne Spaß. Vor allem, was für ein Zitat Mewtwo am Ende des Filmes rausgehauen hat. Oh mein Gott. Was für ein Zitat Mewtwo am Ende des Films rausgehauen hat. Wie war es? Ich glaube, im Prinzip war es mehr oder weniger so. It is not what you do with this. Es ist, ja, er hat quasi so, warte, ich hab's mir aufgeschrieben, glaube ich. Bevor ich euch irgendeinen Käse erzähle, schaue ich einfach mal nach. Hier, Mewtwo-Zitat. Gold King, ja. The circumstances of one's birth are irrelevant. It is what you do with the gift of life that determines who you are. Im Prinzip kurz übersetzt, es kommt nicht darauf an, wie man geboren wird, wie man mit dem Geschenk des Lebens umgeht, macht einen zu dem, der man ist. Freunde, das hat Mewtwo rausgehauen. Wer ist Gandhi? Wer ist Aristoteles? Mewtwo, Freunde, Mewtwo! Das hat er im ersten Pokémon-Film rausgehauen am Ende. Bitte? Zu geil, zu geil, zu geil. Deswegen Mewtwo mein lieblingslegendäres Pokémon. Ja, komm, zisch ab. Ich hätte ihn nicht besiegen sollen jetzt. Jetzt, Freunde. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Die Azuria-Höhle. Boah, wie geil die Azuria-Höhle aussieht. Wie geil die Azuria-Höhle aussieht. Warte mal ganz kurz. Was ist denn? Wow! Ich dachte, was ist das für eine Leiter? Ich dachte, die Leiter wäre ein Pokémon.
Oh mein Gott, ich dachte gerade. Lass mal kurz abchecken, was da ist. Kapsel, okay, ja. Komme ich gar nicht hoch. Hier. Zubats. Kleinstein. Sorry. Das war gerade eklig. Sorry. Wirklich. Normal mache ich sowas auch nicht, aber ich weiß auch nicht, was ich mir gefahren. Boah, ich dachte gerade, was ist für ein Pokémon. Hast ein Parasect, ne? Chanira! 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 Wir haben noch eine Rechnung auf von Chanira. Komm jetzt sie. Oh, ja. Mach du erstmal langsam, bitte. Aber. Nice, sehr schön. Sehr schön. Chanera sollte übertrieben viel XP geben. Das habt ihr mich wissen lassen. Ja, tatsächlich, geil. Geil. Sehr cool. Hey, jetzt. Top Genesung. Oh, sorry. Oh, Knogger, sorry. Ich hab zu spät reagiert. Okay, von hier. Oh! Alle! Schlupp und Entoron war da noch. Schlupp und Entoron war da noch. Oh mein Gott, Entoron. Komm. Oh, wir haben gar keine Pokébälle gekauft. Oder Hyperbälle. Aber ich glaube, sollte man trotzdem schaffen, Mewtwo. Damals habe ich meinen Meisterball für Mewtwo aufgehoben, weil es auch ein M hat im Namen. Ich fand das übertrieben cool. Und so auch von den Farben fand ich, dass es cool war. Aber dann hat man irgendwann habe ich dann angefangen, einfach nur jedes legendäre Pokémon mit Pokéball zu fangen. Einfach zu zeigen, um Macht zu demonstrieren. Aber mittlerweile ist mir echt, ja, Hauptsache ich habe das Ding gefangen. Wie geil Entoron aussieht! Was? Olle, durch die Beine! Keiner weiß. Ah, war Entoron, ich dachte schon. Ah, Mamma mia. Nice. Entoron ist geil. Ich mag Entoron übel. Der sieht so cool aus. Wie gesagt, Mega Entoron, Wasserpsycho. Falls es kommt, dann habt ihr es von mir. Dann habe ich denen auf jeden Fall Bescheid gesagt, dass sie das machen sollen. Okay, hier waren wir. Also, es war die untere Etage. Knogger, du hast gesagt. Oh, noch ein Chanera. Lol.
Von mir aus kannst du auch abhauen. Das ist so die Schelle. Los. Ah, ich werf da ein bisschen, Alter. Ich hab nur noch 19 Hyperbälle. Was? Boah, riecht sowas. Jetzt bin ich selbst verwirrt, wo ich war und wo ich nicht. Chanera. Ah. War mich hier? Nee. Höhner. Ach so, doch. Okay, wir müssen nach oben links. Ah. So. Oh! Mewtwo ist hier auf der Ebene. Geht ihr mal weg, bitte. Keine Zeit für euch. Ah, hast du mich gerade angeschrien? Hast du mich gerade angeschrien, Junge? Junge, Junge, pass auf, du. Ich mach so und du bist weg. Ich seh dich nicht mehr. Lol. Ich hab wieder nach oben rechts oder so geschaut. Deswegen hab ich mich erschreckt. BD. Oh Mann! Ich habe aber auch keine Lust, um Topschutz oder so zu aktivieren, weil wer weiß, Freunde, was und welche Pokémon die droppen könnten. So. Deswegen einfach mal einfach anlassen. Aber Flugzeil nehmen wir uns auf jeden Fall auf für nachher. Mewtwo. Wie er sich freut. Ditto, guck mal. Oh! Was? Mewtwo war doch unten rechts immer. Mein Gott, wie der aussieht. Was? Was?
Was? Gewinnen die überhaupt, ist die Frage. Der macht ein Psychokinese, alles in Down. Was? Nein. Stopp. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Das will ich schon gar nicht sehen. Amnesie, sehr schön. Beruhig dich mal. Nimm mal eine Pille, beruhig dich. Okay. Habe ich noch Beleber? Ja, Top Beleber, okay, für Sandama. Nicht auswechseln. Kampf. Weil Sandama kann ein Angriff tanken. Was? Interessant. Ach du Heiliger. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Wir haben nur noch 2 Minuten, wir sich verarschen gerade. Hey, hallo, warte mal. Das kann es nicht sein, dass ich hier verliere. Wir haben ja auch nur 2 Minuten, das habe ich total vergessen. Das ist mir noch nie passiert, sowas. Aber ihr merkt schon, das ist verdammt nochmal eine Herausforderung. Was? Junge, ich bin schockiert gerade. Ich bin gerade richtig schockiert. Ich weiß nicht mal, ob Glurak mit einer Mega-Entwicklung einen Angriff tankt. Ein Psychokin. Nein, hör auf mit Genesung, hör auf mit Genesung. Hör auf mit Genesung. Oh je, oh je. Sanama, komm, hau ein Volltreffer oder so raus. Bitte, komm. Sag mal. Komm schon. Was? Alter, ich heul grad. Ohne Spaß, ich heul grad. Komm schon, Glurak. Wir haben nur noch weniger als 1 Minute. Willst du mich gerade verarschen, bitte? Genesung, wow. Wie oft hat er es eingesetzt? 4 Mal oder so? Full Life. Ist doch ein Witz. Ist doch ein Witz gerade, oder? Oh mein Gott, Freunde, wir sind weg. Was? Was ist hier passiert? Wir verlieren. Die Zeit läuft ab. Die Zeit läuft ab, Glurak! Wir haben verloren. Was? Was?
Was passiert jetzt? Mewtwo ist verschwunden. Junge, das glaubst du doch selbst nicht, dass Mewtwo verschwunden ist. Überleg mal, das Spiel würde von automatisch speichern. Aber ganz ehrlich jetzt, das ist schon eine Demütigung. Da bin ich ehrlich zu euch. Das ist mir noch nie passiert in meiner Karriere als Pokémon-Trainer. Aber da merkt ihr schon. In dieser Hinsicht haben sie das echt gut verstärkt, du. Also bei allem Respekt, bei allem Respekt. Bei allem Respekt. Wirklich, bei allem Respekt. Das haben die schon stark gemacht. Das haben die schon gut gemacht. Da wirklich Props. Also wenn man so unvorbereitet da reinklatscht, dann ist man weg. Aber lecko mio. War das... Also, bitte. Okay, meine Pokémon sind noch nicht 70, aber trotzdem, Freunde, der erhöht ja seinen Status jetzt selbstständig, etc. bla bla. Also damit hätte ich nie im Leben gerechnet, dass sowas passiert. Aber genau deswegen müssen wir nur eine Sache eigentlich machen. Wir müssen Toxin. Wir brauchen Toxin. Und zwar auf... Wer tankt alles an Angriff? Totok? Hat Totok einen Angriff getankt? Glurak hat auf jeden Fall eins getankt. Sandama auch. Mach es auf Sandama, weil Kreuzschere mache ich weg. Egal. Kreuzschere mache ich weg für den Kampf. Obwohl es sehr effektiv ist, aber trotzdem. Also bei allem Respekt. Wow. Wirklich wow. Also. Das ist mir noch nie passiert, sowas. Krass, krass, krass. Das ist richtig so demütigend und für mich gerade wie ein Loop ohne Spaß. Da bin ich echt Zeug. So! Jetzt komm mal her, Mewtwo. Amnesie, okay, nice. Du bekommst erstmal ein Toxin hier an der Stelle. Sehr gut. Kannst du eine 5 Minuten vergiften, es sei denn, du kannst irgendwie selbst ziehen. Überleg mal. Der macht so viel Schaden. So viel Schaden, ey. Boah. Krass, krass, krass. Mewtwo. Mewtwo. Oh. Was? Das wäre ein One-Shot, Mann. Oh, wir machen ja gar keinen Schaden. Die Kamera liegt an dir, let's go. Jetzt. Oh. Kann man eine Beere gegen seinen Kopf werfen oder geht's auch nicht? Doch, tatsächlich, okay. Ah ne, der hat auf die Barriere jetzt gegen die Beere. Keine Ahnung. Was? Nachdem wir so Schwierigkeiten hatten, haben wir ihn sofort mit dem ersten Ball gefangen. Das ist Mewtwo, das ist Mewtwo. Mewtwo und Mew weisen sehr ähnliche Gene auf, doch hinsichtlich ihres Charakters und ihrer Größe unterscheiden sich die beiden erheblich. Krass, krass, krass.
Mewtwo. Mewtwo. Oh mein Gott. Forsch. Ups. Spezialverteilung inside der Wunde. Ja, egal, was soll's. Mewtwo. Oh, was? Oh, ey, Mewtwo freut sich wahnsinnig. Was? Was? Asni! Oh, sag nicht, du hast ja erstes Magischer Pokémon echt schon gefangen? Ja. Verstehe, Mewtwo heißt also. Oh Mann, jetzt bin ich schon ein bisschen neidisch. Da war es wohl schneller als ich und sie wird bestimmt auch nicht begeistert sein. Wer? Na, das ist mich, als ich gegeben bin. Es war wohl auf die Suche nach. Das muss Ding sein! Grün! Oder je nachdem, welchen Namen sie hat. Ist sie hier in der Höhle? Das ist das Mädchen vom Manga, Freunde. Also noch unsere weitere Rivalin eigentlich. Boah, wie geil das mit Mewtwo aussieht. Guck mal, Ibitak, wie bei uns. Wo ist die? Ist sie auch in der Höhle? Ups. Nein, ich gehe erstmal meine Pokémon heilen. Oh lol, wo hat denn sich das verlaufen? Keiner weiß. Derweil. Keiner weiß. Echo. Oh, Trainer für Enteron, Meistertrainer. Geil. Geil. Ja, zu euch aber sowas, Freunde, jetzt. Zum Beispiel gegen Grün. Pff, wie groß der ist. Gegen Grün können wir kämpfen. Wahrscheinlich werden auch andere Trainer kommen. Wisst ihr, was ich meine? Ich blick grad, ob wir jetzt gegen Grün kämpfen sollen. Ich hätte eigentlich schon Bock noch in diesem Part, Freunde. Aber das hat die Sache, was ich meinte mit, vielleicht geht es ja noch weiter. Also ich will, wie gesagt, die Parts jetzt nicht beenden. So ist nicht. Die Let's Plays. Weil ich weiß im Endeffekt auch selbst nicht in Pokémon Let's Go Pikachu, wie weit es geht. Zum Beispiel das mit Grün würde ich aber auf jeden Fall noch gerne machen. Und ich glaube, wir machen das einfach mal kurz. Was heißt kurz? Aber ja, ich glaube so... Ja doch, ich glaube, sie sollte in Azurill sein. Deswegen hat uns der Asni auch, warte mal ganz kurz, Sandama. Auch die Fluchtseite geben, sicherlich. Aktiviere einfach kurz einen Topschutz und, renn da rein. Nehmen wir noch Sandama mit ins Team. Oh, okay, ja. Kurz Glurak, damit wir da rüber können. Genau. Ups. Grün würde ich echt gern treffen. Mit dem YouTube-Gepäck. Genau, Freunde. Und wie gesagt, danach eben. Wir haben eigentlich mehr oder weniger die Story, die Hauptstory durch. Es sei denn, nach Grün kommt auch irgendwas. Aber danach eben würde ich eben gerne, aber was heißt eben, also gerne, wir werden dann auf jeden Fall noch streamen, denn in Pokémon gibt es immer was zu tun, so ist es nicht. Ja. Toll, Superschutz.
Sei es jetzt zum Beispiel kämpfen, tauschen, Pokédex vervollständigen, Shiny Hunt, das werden wir alles machen. Auf jeden Fall. In den Streams dann, wie gesagt, der Streamplan ist immer in der Beschreibung, wird wöchentlich aktualisiert. Und genau, da guckt ihr am besten rein, wann wir wo streamen. Und wenn da irgendwas krass passiert, so Highlights mich auf jeden Fall gewillt, das auch dann auf YouTube hochzustellen. So ist nicht. Deswegen. So viel dazu. Genau, guck mal, wir haben ein paar Pokébälle verpasst. Jetzt aber würde ich auch gerne gegen Grün kämpfen. Ist sie da, wo Mewtwo war? Das kann ich mir vorstellen. Entweder ist sie da, wo Mewtwo war, oder hier unten irgendwo. Doch, sie sollte da sein, wo Mewtwo ist eigentlich, weil sie wollte auch zu Mewtwo. Wäre logisch, oder? Ich gehe stark davon aus. Lass uns mal direkt da hinkommt. Krass, krass, krass. Dass sie Mewtwo vor allem so schnell gefunden haben. Legit, was hier abgeht, so, ne? Am Anfang gegen Mewtwo wurden wir einfach besiegt. Das war zum allerersten Mal in meinem Leben, Freunde, dass ich wirklich besiegt wurde von einem legendären Pokémon. Aber Props. Props. Und dann fangen wir ihn noch mit einem Hyperball. Und dann sollten wir eigentlich gegen den kämpfen noch, gegen Grün. Sofern die Dame hier ist. Tatsächlich! Freunde, das ist Grün. Das ist quasi die Linksrivalen. Es gibt ja Rot, Blau, Grün. Also Manga Rot, Gary Blau quasi und Grün. Oh! Hat. Boing. Du wurdest von einem Pokémon getroffen. Lol. Wollte mich fangen. Huch, na sowas, du bist ein Mensch. Süß. Sorry, hier drin ist so dunkel, dass ich glatt mit einem Pokémon verwechselt habe. Wie grusig geschaut. Hallo, ich bin Grün. Sag mal, du suchst dir nicht zufällig nach etwas ganz bestimmtem, oder? Doch. Genau, ich rede vom Mewtwo. Ich hab's gefangen. Mist, du weißt also Bescheid. Was? Du hast es schon gefangen? Ja, habe ich. Das gibt's doch nicht. Dabei wollte ich es doch fangen. Aggressiv. Was? Die ist echt aggressiv. Oh mein Gott, die sollte aber richtig stark sein jetzt. Die sollte jetzt richtig stark sein. Was hat die für ein Level, Pokémon? Was für Level haben ihre Pokémon? Boah, Mewtwo. 66, okay, die ist tatsächlich stark. Let's go, Mewtwo. Alter, geil, schaut mal, seht ihr? Es geht einfach noch weiter. Lichtschild. Ah, okay. Einfach draufklatschen. Mondgewalt. Warte, weißt du was? Weißt du was? Wie geil, ohne Spaß, wie geil. Solange die Lichtschild aktiv hat, machen wir eh wenig Schaden. Deswegen stack ich mich einfach mal. Heilen können wir uns ja auch. Das passt dann schon. War noch eine. Ah, Genesung wurde auf 10 erhöht. Okay. Oder warst du immer 10? Kann sein. Kann echt sein. Oder? Weiß gar nicht, egal. Mewtwo. Mewtwo legit. So, jetzt ist hier Shield down. Und Psychokinese raus. Okay. Sehr schön. Oh, Freunde, was war das für eine Folge? Wohl Nuna? Ja, brauchen wir Totokos. Let's go, Totok. Aber siehst du, vielleicht können wir. Wir bekommen bestimmt noch die Chance, gegen Blau zu kämpfen. Ganz sicher. Gegen Rot? Boah, das ist ja auch interessant. Aber gegen Blau kann ich mir schon gut vorstellen. Vielleicht. Ich weiß nicht, könnte sein. Wir werden im Prinzip schlauer dann. Mau! Wie witzig das aussieht. Hyperschall, oh je.
Die Animation ist geil von ihm verstanden. Oh, okay. Nice. Satzinia! Level 66, krass. Das hat echt eine Herausforderung so. Bläh. Nice. Kangama? Pass doch mal Glurak. Nice, sehr schön, sehr wichtig, sehr wichtig. Ja, Donnerschlag. Klar, ohne Verbrennung, oh, war ein Volltreffer. Ohne Verbrennung wären wir wahrscheinlich auch besiegt. Ja. Sehr schön gemacht. Ah. Nice, der 61, sehr cool. Sehr geil. Gengar. Let's go, Mewtwo. Sein Name war Mewtwo. Psychokinesis. Die wollte also auch Gengar. Mewtwo fangen, hä? Ja, grün. Bin ich aber zu spät gekommen, Mädle. War es aber zu spät dran. Turtok, interessant. Wow, der Turtok. Ach so, ja, sie hat Turtok. Im Anime hat, im Manga, sorry, hatte sie Shigi. Wenn mich alles so hatte sie Shigi, also auch Turtok logischerweise. Also der Hauptcharakter Rot hatte Bisasam und Blau hatte Glurak. Geil, geil, feier ich. Ich glaube schon, dass du noch gegen Blau kämpfen eigentlich, denke ich, hoffentlich. Und zum Beispiel, wenn ich so im Stream, Freunde, auf Blau treffe, dann tue ich das quasi im Stream, nehme ich das auf, aber wird dann auch online gestellt auf YouTube. Das schneide ich dann so. Das ist echt cool, Freunde. Also wenn ihr Bock habt, wie gesagt, schaltet in der Zukunft auch, welche letztes gefahren haben, auch in, also auf den Streams ein. In den Streams ein. Oh. Okay. Pikamau, dann liegt es wohl an dir, mein Freund, oder? Let's go. Ja, so viel dazu, Grün. Hey, was soll das denn? Ja, auf einem Ohr 19.000 Crystals. Du bist ganz schön stark. Tja, dann hat sich die Sache wohl erledigt, hier kannst du haben. Oh! Was? Ich hab's. Wie wär's, wenn du zusammen mit mir zu einem meiner Pokémon wirst? What? Was macht die? Lol. Was macht die? Was machst du? Hä? Denk mal noch irgendein Angebot nach. Was macht die, Alter? Alter, sind ja auch Megascheine drin. Nein. Lol. Aber jetzt können wir einfach mit Mewtwo uns auch entwickeln, Freunde. Mega-Entwicklung Mewtwo X und Mega-Entwicklung Mewtwo Y. Krass. Geil. Heißt zum Beispiel die Megascheine von Taubus und so, das macht. Guck mal, sowas zu farmen, sowas, die Items zu holen etc., die Megascheine. Machen wir alles, Freunde. Machen wir auf jeden Fall alles. Machen wir auf jeden Fall alles.
Freunde, lasst uns hier rausgehen. Wir sind schon ein bisschen lange da für den letzten. Aber den letzten Part will ich nicht sagen. Also, aber letzte Let's Play Part wahrscheinlich schon. Aber wie gesagt, auf dem Channel wird auf jeden Fall noch Pokémon Content kommen. Nächste Let's Play geht aber dann auch schon direkt mit Smash weiter. Bevor wir uns verabschieden, Freunde, würde ich gerne noch einmal Mega Mewtwo X und Y euch zeigen wollen. Jetzt genau perfekt. Nein. Jetzt sind das leider die Opfer. Aber was soll's. Oh! Vergessen. Man kann ja gegen wilde Pokémon nicht kämpfen. Wow. Ja, wow, wie mache ich das auf die Schnelle? Ich glaube, hier ist jeden, ich habe jeden Gegner besiegt. Ja, wow, sorry. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie es euch zeigen soll, um ehrlich zu sein. Dann in den Streams. Freunde, wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Einschalten, für die ganzen Let's Plays. Mehr oder weniger ist es eigentlich, sind wir von den Let's Play technisch her am Ende angelangt. Wir haben jetzt wahrscheinlich noch nicht alles gemacht. Da gebe ich euch recht. Aber deswegen will ich mich eben nicht verabschieden. Nicht verabschieden im Sinne von, dass wir uns nicht mehr sehen mit Pokémon Content oder Videos oder Pokémon Let's Plays. Nein. Wie gesagt, wenn ihr Bock und Lust und Zeit habt, dann schaltet in den Streams ein, in dem Pokémon gestreamt wird. Der Streamplan hier ist auch in der Beschreibung. Und genau, da könnt ihr immer abchecken. Jede Woche, jeden Montag wird das aktualisiert, wann, wo ich hier online gehe. Derweil bin ich hier am Chillen mit Mewtwo, Freunde. Bedanke mich für euren ganzen Support über die ganzen Let's Plays. Wie gesagt, ich würde auch gerne jetzt quasi über die Let's Play-Schiene gehen, mehr oder weniger, damit wir uns einfach ein bisschen weiterentwickeln. Nächstes Let's Play auf dem Channel ist auf jeden Fall geplant, die Story zu Smash, und dann wird es auch ähnlich funktionieren oder fungieren wie in Pokémon. Sobald die Story Let's Play technisch durch ist, kommt auch auf jeden Fall Streams, dann werden auch quasi weitere, sag ich mal, einfach Videos auf meinem Channel folgen. Dementsprechend bedanke ich mich, wie gesagt, für euren ganzen Support. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like, und Freunde, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.